strahlend regenumfahren sein zu dürfen. Wir sind schon sehr gespannt, was uns heute erwartet und haben sehr viel Interesse mitgebracht. Was ist Regenwürmerhumus? Was ist Regenwürmerhumus? Regenwürmerhumus ist ein sehr, sehr guter Dünger, der sich schon seit Millionen Jahren bewährt in der Natur. Gibt es verschiedene Arten von Regenwürmern? Ja, ganz viele verschiedene. Es gibt in Österreich ca. 65 verschiedene Arten, weltweit über 3000 verschiedene Arten und der längste Regenwurm ist über 3 Meter lang. Ist das sehr viel Arbeit hier? Genau. Na, ist eigentlich machen die meiste Arbeit die Regenwürmer. Das hilft uns sehr. Aber es ist schon auch viel Arbeit. Der Name Grant ist bereits seit 1600 irgendwas in Absdorf bekannt. Und also wir sind schon sehr lange eigentlich da. Ursprünglich, vielleicht vom Namen her, auch ganz witzig, weil es dann eben auch mal Vermigrant heißt. Ursprünglich glaubt man, dass wir Hugenotten sind, die bei der Völkerwanderung aus Frankreich zugewandert sind. International, wenn wir irgendwo hinkommen, sagen sie immer Vermigrant, was auch ganz witzig klingt. Und das bedeutet sozusagen großer Wurm, ja, oder großartiger Wurm. Und so ist als Firmennamen irgendwie dann versucht zu nehmen. Vermi ist lateinisch für Wurm, Grant ist eben eine Familie. Gut, also warum dieses Gras dann warm wird, hat den Grund, weil die Bakterien beginnen, diesen Rasenschnitt, also diese kurzen Rasenstückchen, zu verarbeiten, zu fressen eigentlich. Ja? Und die Bakterien vermehren sich dann, das heißt, die sind sehr aktiv, das kann man so mit euch vergleichen, wenn ihr im Turnunterricht, wenn ihr sehr aktiv seid, dann beginnt sie zu schwitzen, ja? Das heißt, der Körper erwärmt sie und man beginnt zu schwitzen. Und genau das gleiche passiert bei den Bakterien auch, wenn sie kompostieren. Das heißt, wenn sie organische Reste, organisch ist alles, was einmal geklebt hat, das hört sich so schwierig an, ist aber nicht schwierig. Das heißt, jedes Blatt, jedes Holz, eigentlich jedes Lebewesen, das abstirbt, oder jedes Lebewesen besteht aus organischer Substanz, und wenn es abstirbt, dann wird es eben der Kompostierung zugeführt. Ja. Und diese Temperatur, die hier bei der Kompostierung entsteht, das sind bis zu 60, 65, 70 Grad, also das ist die Temperatur, wenn man da den Finger einsteckt, dann möchte man eigentlich den Dünger wieder rausziehen, weil es so heiß ist. Und diese Temperatur, die entstehen durch die Aktivität der Mikroorganismen, vor allem der Bakterien. Ja. Diese Projektidee Wurmkompostierung und ist eigentlich so entstanden, ich war in Retz in der Weinbauschule und habe mich mit Kompostierung beschäftigt. Und ich wollte diese Temperatur, diese Heißrotte nennt man das, diese Temperatur, die wollte ich nutzen zum Heizen. Also an so einem Tag wie heute, wenn man sagt, eigentlich ist gar nicht so warm, wäre das ganz nett, dass man sie in einen Komposthaufen eingrabt, weil dort ist schon warm. Ja. Und das wollte ich irgendwie nutzen und da habe ich versucht, halt über das Internet herauszufinden, welche Verfahren gibt es in anderen Ländern, was wird in den USA gemacht, was wird in Australien gemacht oder in Südafrika oder sonst wo. Bin dann relativ schnell darauf gekommen, dass Österreich eigentlich in der Kompostierung führend ist und da das meiste Know-how, das meiste Wissen eigentlich in Österreich ist. Aber was ich bemerkt habe oder was ich gefunden habe, ist das sogenannte Vermicomposting. Ja, also wie wir zuerst schon gesagt haben, Vermi ist lateinisch für Wurm. Für mich war das absolut unklar. Ich bin immer wieder in meinen Recherchen auf Vermicomposting gestoßen, habe mir aber nie was vorstellen können darunter. Dann habe ich aber gelesen, dass das der beste Kompost ist, den es gibt. Und da habe ich mir dann versucht, habe ich mir Literatur besorgt aus den USA, habe mir Bücher gekauft, habe mir die schicken lassen und habe dann begonnen mit der Wurmkompostierung. Das Ganze war sehr einfach und sehr klein am Anfang. Ich habe wirklich so eine Holzkiste gebaut und bin dann da draußen rausgegangen auf die Wiesen, habe den Spaten Regenwürmer gesucht,
Die Regenwürmer dann reinschmissen. Nach 2-3 Wochen werden wir reingeschaut. Es sind leider alle Regenwürmer tot gewesen. Es war nicht so erfolgreich, meine ersten Versuche. Also habe ich dann noch einmal das Buch aufgeschlagen und habe nochmal nachgelesen und siehe da, okay, es gibt verschiedene Regenwürmer und diese verschiedenen Regenwürmer, die haben verschiedene Aufgaben. Also hier in Österreich haben wir 3 Gruppen an Regenwürmern und 65 verschiedene Arten. Und diese Gruppe, mit denen wir arbeiten, diese Regenwürmer, das sind die Kompostwürmer. Die schaut so aus. Das sind so kleine, relativ kleine Regenwürmer. Die sind eigentlich sehr klein, die sind so 5 bis 7 cm groß. Die werden auch nicht viel größer und diese Regenwürmer, die wollen einen hohen Anteil an organischer Substanz. Und die anderen 2 Gruppen, die leben im Mineralboden. Das heißt, die leben nicht in dieser Kompostschicht, sondern die leben zum Beispiel im Gemüsebeet, auf einer Wiese, im Acker. Und da gibt es auch wieder 2 verschiedene Gruppen. Die eine Gruppe, die sind sehr einfach zu beschreiben, die graben sich einfach immer vorne weg. Und hinten füllen sie die Röhre, die sie gebildet haben, gleich wieder mit Kot aus. Und die andere Gruppe, die ist sehr spannend und die ist ganz, ganz wichtig für uns, die machen vertikale Röhren, Wohnröhren. Also die machen sie richtig eine Wohnung sozusagen in der Erde und dort möchten sie auch ihr Leben lang bleiben. Ja, also die graben sie nicht einfach immer weiter und hinter mir die Sintflut, sondern die versuchen eine Wohnröhre zu machen oder eine Wohnung zu machen aus mehreren Wohnröhren. Und dort möchten sie ihr Leben lang verbringen. Ja. Das heißt, wenn man das jetzt da ein bisschen in größeren Dimensionen sieht, als nur in einem Gemüsebeet, dann ist natürlich, je mehr Wasser sozusagen sofort vom Boden aufgesogen werden kann, je mehr Wasser sofort aufgenommen wird, umso besser ist es. Ja. Also der Regenwurm hat nicht nur die Aufgabe, einen guten Dünger zu machen, sondern der Regenwurm hat auch die Aufgabe, den Boden locker zu machen, damit Luft rein kann, damit Wasser rein kann, damit sich die Pflanzen wohlfühlen. Also diese Regenwürmer, die sind enorm wichtig, aber die Regenwürmer, die sind alleine eigentlich auch zu nichts fähig. Ja, die können eigentlich alleine gar nichts machen, die brauchen das andere Boden. Und deswegen ist es für uns wichtig und deswegen wollen wir das auch. Sehen wir das als sehr wichtig an, dass wir nicht nur die Regenwürmer haben, sondern, das sieht man da vielleicht nicht ganz gut. Kommt so ein bisschen näher. Aber ruhig anschauen. Katharina, komm. Schau, du siehst von dort hinten keinen Wurm. Schacki. Burschen. Auch andere. Ja. Christoph. Sehr Spektakuläres.
Also während der Ring sich, wenn sehr der Ring sich aus dem Ring zurückzieht, kommt er bei den weiblichen Geschlechtsorganen vorbei. Da werden die Eier hineingelegt. Bei den Kompostwürmern mehrere, bei den großen Bauwürmern nur einer. Und dann schlüpft er noch weiter raus aus dem Ring. Und kurz bevor sich dieser Ring sozusagen von dem Regenwurm löst, kommt er mit dieser Samentasche vorbei. Und da kommt der Samen dazu und da kommt zur Befruchtung. Und das Ganze schaut dann so aus. Also das ist dann so ein Kokon. Und aus dem schlüpfen dann in 6 Wochen die Babywürmer aus. Das heißt, wir machen zum Beispiel torffreie Erde. Habt ihr schon mal was über Torf gehört und über die Klimawandel, Torfbeziehung? Nein? Torf ist ein Produkt, das entsteht in den Mooren. Das heißt, Moore sind sehr feucht, sehr nasse Biotope, wo sehr viel Wasser drin ist. Und die Pflanzen, die dort wachsen, sind Spezialisten, also sind nur wenige Pflanzen, die eigentlich dürfen wachsen können. Und wenn die absterben, dann versinken sie im Wasser und werden dort konserviert. Und wir haben dort eine Erde gemacht, die wir zum Beispiel auch bei der Ja-Natürlich-Erde gebraucht haben. Das ist ein Teil von unserer Produktion. Ich zeige euch dann drüben auch noch etwas anderes, was wir noch machen. Los geht's. Gut. Das heißt, das Bodenleben braucht bestimmte Bedingungen. Das Bodenleben, das will Sauerstoff haben. Den Sauerstoff, den liefern wir hier zu, indem wir die Luft hier einblasen. Und das braucht Futter. Das Futter geben wir auch dazu. Und den Kompost in Form von Bodenleben geben wir natürlich auch dazu. Da haben wir eine Methode entwickelt, oder sind wir gerade dabei, eine Methode zu entwickeln, über Saatgutbeizung. Das heißt, Beizung bedeutet, dass man auf den Saatgutsamen, zum Beispiel jetzt auch beim Winterweizenkorn, hier das Bodenleben aufträgt. Einfach schmeißt es einfach rein in diesen Kompostextrakt oder Komposttee, nehmt es gleich wieder raus. Damit ist es dann umhüllt vom Bodenleben, dieses Saatgutkorn, und das wird dann in den Boden reingepflanzt. Das heißt, die Pflanze kommuniziert sozusagen mit euch. Warum macht sie das? Weil sie glaubt, es sind Insekten sozusagen, die sie anknabbern wollen. Und sobald die berührt wird, beginnt die diesen Duft auszuscheiden und sozusagen die Insekten damit zu verjagen, weil die Insekten diesen Duft eben einfach nicht mögen. Also das ist sozusagen diese Kommunikation, die die Pflanze macht mit den Insekten, mit den Schädlingen, indem sie, sobald die anfangen zu knabbern und anfangen zu beißen, sendet sie den Duft schon raus und verjagt sie damit eigentlich, verscheucht sie damit. Ja. Probiert es einmal, riecht es einmal an der Pflanze. Riecht sie? Nein? Okay, super. Dann probieren wir mal, reiben wir mit den Fingern ganz leicht dran. Und jetzt da, riechen dort. Ja, also, ihr seht, die Pflanze kommuniziert mit dir jetzt da und sagt, bitte Abstand halten. Ja. Seit wann gibt es diese Firma? Die Firma selbst gibt es seit 5 Jahren. Wird im Frühjahr 2010 gegründet. Aber ich arbeite schon seit über 15 Jahren mit den Regenwürmern in der Landwirtschaft. Woher bekommt ihr die Riesenmenge an Nährstoffen? Die kommt aus der Biolandwirtschaft, aus der eigenen. Das heißt, die Regenwürmer bekommen sehr hochwertige Ausgangsmaterialien als Futter. Das ist Bio-Rezeptor, garantiert frei von Pestiziden. Wie viel kostet eine Tonne Erde? Eine Tonne Erde ist total teuer. Die Erde kostet also ca. 300 Euro eine Tonne. Okay? Bitte gerne.